Hallo Abgehoben, hallo YouTube, neues Video, neues Glück in alter Frische. Und zwar, das Plarium hat am Dienstag, wahrscheinlich, wenn ich das Video veröffentliche, ist es heute Dienstag. Ich produziere das Video am Montag, weil ich am Dienstag in Urlaub fliege, deswegen muss ich jetzt ein bisschen umrechnen, aber kriegen wir hin. Plarium hat am Dienstag angekündigt, ein nächstes garantiertes Void-Helden-Ereignis. Aus 30 Void-Splittern wird es den Helden Inquisitor Shamael geben. Den Epic, und jetzt stellt sich wahrscheinlich für viele die Frage, ja, lohnt sich das? Und wenn ich mal jetzt für mich persönlich gucke, wie hat mir damals Inquisitor Shamael auf dem Account geholfen? Extrem. Extrem. Und deswegen sage ich, wer die Void-Splitter hat, wer noch nicht im Endgame, Late-Game ist, es lohnt sich auf jeden Fall. Denn Inquisitor Shamael ist ein sehr, sehr, sehr guter Epic. Und viele brechen es immer auf die Hydra runter. Er bringt wirklich auch in anderen Contents wirklich eine Menge mit. Deswegen gucken wir uns heute mal zwei Builds an. Meiner Meinung nach kann man ihn auf zwei unterschiedliche Art und Weisen bauen. Und darüber gehen wir jetzt mal in unserem Video. Wir gucken mal. Ich habe sogar zwei auf 60, wie ihr seht. Der eine ist gerade ein bisschen nackig. Der andere habe ich schon vorbereitet fürs Video. Und das zeigt einfach, ich habe zwei auf Level 60, weil ich auch ursprünglich damals zwei an der Hydra gespielt habe. Weil wir müssen natürlich, Spoiler-Alarm, der Held ist an der Hydra sehr, sehr, sehr stark. Warum? Zeige ich euch gleich. Bevor wir über das Skillkit gehen, bevor wir die Builds gehen, gehen wir ganz kurz mal über das Skillkit. Was macht Inquisitor Shamael aus? Im Prinzip, seine 1 greift einen Gegner an, hat eine Chance von 75%, die Dauer eines zufälligen Buffs auf dem Ziel im Einzug zu verringern. Das ist punktuell sehr, sehr hilfreich. Ihr braucht dafür Genauigkeit. Und jetzt kommt der interessante Part. Wann immer ein Gegner einen Verbündeten einen Debuff verleiht, wird diese Fähigkeit gegen diesen Gegner eingesetzt. Dieser Gegenangriff richtet nur 50% des Schadens an, bliblablub. Mit anderen Worten, immer wenn ein Verbündeter von euch einen Debuff erhält, führt Inquisitor Shamael mit seiner A1 einen Gegenangriff aus. Und das sorgt dafür, jetzt spinnen wir schon mal das Rad weiter, ihr könnt den super am Feuerritter nutzen. Man muss sagen, in der Dungeon selber eher nicht so, weil da bringt er sonst nur ein bisschen wenig mit. Wenn ihr ganz am Anfang seid, auf jeden Fall auch da. Aber gerade wenn wir in Syntranos gucken, das werden wir gleich nochmal ganz kurz machen, in Syntranos am Feuerritter MVP Inquisitor Shamael. Seine A2, und das ist ein richtig, richtig dicke Keule, was den Damage anbelangt. Sie greift einen Gegner dreimal an und sie ignoriert 25% der Defensive eures Ziels. Und jetzt kommt's, habt ihr Buffs auf ihm? Er ignoriert für jeden Buff 25% der Zieldefensive. Habt ihr 4 Buffs oben, also 3 Buffs oben, ignoriert ihr 100% der Defensive. Was dann natürlich dafür sorgt, dass ihr sehr, sehr, sehr starken Schaden da machen könnt. Werden wir gleich zeigen. Ich werde die A2 gleich mal bei der Hydra. Die hittet da schon richtig, richtig knackig. Und wenn ihr nicht in der Hydra gebt, spielt ihr zum Beispiel auch in der Arena. Man kann ihn auch super in der Arena spielen. Verleiht er allen Gegner für einen Zug einen wahren Angstbuff. Debuff, wenn er einen Gegner tötet. Und seine A3 ist dann die Passive. Mit jedem... Ja, die A3 ist die Passive. Nein, ist die Passive. Mit jedem kritischen Treffer führt sie das Zugmeter dieses Champions um 7,5%. Und wann immer ein Verbündeter ein Angst- oder wahre Angst-Debuff von einem Gegner erhält, entfernt er diese Fähigkeit, den Debuff umgehend und füllt das Zugmeter des Anführers um 15%. Und gerade diese passive Fähigkeit sorgt dafür, dass Inquisitor Shamael unglaublich gut ist. Im Early Game, im Mid Game, punktuell noch im Late Game im richtigen Team. Weil er natürlich auf der einen Seite das ganze Problem mit Angst und wahre Angst. Es gibt den einen Kopf, immer wenn ihr ihn angreift, wirft euch Angst zurück. Mit Inquisitor Shamael ist dieser Kopf kein Problem mehr. Im Gegenteil, dieser Kopf ist euer Freund. Denn jedes Mal, wenn ein Verbündeter Angst bekommt, entfernt er diesen umgehend, er muss dafür nicht dran sein, und führt einen Gegenangriff aus. Und dieser Gegenangriff pusht das Rundenmeter eures Leads, eures Chefes im Kampf, um 15%. Mit anderen Worten, euer Lead, den ihr vorher festlegt in eurem Team, kommt in Kombination mit Inquisitor Shamael bei der Hydra extrem oft dran. Und wenn ihr da einen richtigen Slot nehmt, den richtigen Helden als Lead setzt, sei es ein Damage-Dealer, sei es ein Supporter, wenn ihr mehr Support braucht, oder ein Provoker, ihr könnt einen Provoke nicht aufrechterhalten, egal was ihr braucht, Inquisitor Shamael ist prädestiniert für die Hydra. Gehen wir mal zu Build Nummer 1. Wie kann man ihn bauen? Klassisch, ganz klar, habe ich gerade schon thematisiert, auf Damage. Dieser Build ist wahrscheinlich auch der meistverbreitetste für Inquisitor Shamael, weil er halt mit der A2 richtig die dicken Keulen raushauen kann. Und wenn ihr es könnt, ihr ignoriert ja mit dieser A2, wenn ihr Buffs habt, schon 100% der Zieldefensive. Deswegen ist es für mich nicht zwingend erforderlich, ihn in Letal-Set oder in Wild-Set oder in Gnadenlos-Set zu bauen.
Natürlich würde das den Schaden der A1 nochmal zusätzlich pushen. Ich würde es auch machen, wenn ich ihn noch aktiv spielen würde. Ich würde ihn in Letal spielen. Ich spiele ihn aber nicht mehr. Und der gesunde Midgame-Account reicht so ein Gear da oben völlig aus. Ihr braucht kein Wildset und so weiter. Und guckt, dass ihr lieber auf die entsprechenden Werte kommt. Die sind dann in dem Rahmen sogar wichtiger als das Set. Wenn wir mal gucken, meiner kommt jetzt auf Werte. Ihr seht, ich habe ein Crit-Damage-Set, ein Wahrnehmungsset und ansonsten ein Broken-Set. Und wir kommen auf Werte von 5500 Angriff, das ist gut, 40.000 LP, 2.500 Defense. Guckt, dass ihr ihn wirklich auch ein bisschen Defense reinkriegt, also sonst pustet die Hydra euch ihn einfach weg. Das ist nicht Sinn der Sache, sondern ein bisschen Defense rein, dann lieber ein bisschen wenig Attack. Meiner hat 190 Speed, 100% Crit-Quote, ganz, ganz wichtig. Und kommt aktuell auf 272 Crit Damage und guckt, dass er die Genauigkeit um die 200 bekommt. Ich habe bei der Hydra jetzt meinen Bonus noch drin, weil ich den großen Saal schon ein bisschen gelevelt habe. Deswegen komme ich auf 200. Guckt, dass ihr 220 Genauigkeit habt, denn auch die Genauigkeit ist bei ihm geil. Ganz oft ist es so, ihr habt einen Damage Reflect, der Damage-Kopf hat den Angriffssteigerer und ihr habt hier eine Chance, diesen Angriffssteigerer mit der 1 gleich wieder zu cleansen. Das hilft enorm. Wenn ihr ihn auf Damage baut, bitte nehmt bei ihm Grausamkeit. Grausamkeit, ihr senkt die Defensive und das jedes Mal, wenn er einen Gegenangriff ausführt. Das werden wir gleich im Hydra-Kampf live sehen. Masteries, das sind die anderen Masteries, die würde ich euch dann später empfehlen. Wenn ihr den Damage-Build macht, empfehle ich euch diese Masteries. Ganz klassisch runter links zum Kriegsmeister. Er führt so viele Gegenangriffe aus, Kriegsmeister wird sehr, sehr oft triggern. Und ansonsten nehmt ihr hier bitte noch, ich habe jetzt meine nicht fertig gemacht fürs Video, hier den Vergeltung und den Abwehr, die Gegenangriffe nochmal, damit ihr auch nochmal da Gegenangriffe habt und nochmal die Defensive senkt. Gut, dann würde ich sagen, schick mal Inquisitor Shamael mit dem Schild in einen Hydra-Kampf und wir gucken mal, wie das Ganze funktioniert. Wir spielen mal auf schwer, ich habe jetzt gerade schon das Team hier erstellt, auf die Schnelle. Ich habe leider schon meine anderen Keys gespielt und wir drücken mal auf Auto und wir gucken einfach mal, was passiert. Und leider ist die Rotation jetzt aktuell nicht so förderlich für ihn, weil der blaue Kopf leider nicht da ist, der euch die Angst gibt. Deswegen werden wir mal ganz schnell probieren, hier ein paar Köpfe zu töten. Und dass ihr dann seht, wie unglaublich gut Inquisitor Shamael ist an der Hydra. Also ich kann es nur sagen, wirklich. Unser Marschalt in dem Fall wird gleich Rundenmeter bekommen des Todes. Der wird etliche Male drankommen, bevor dann irgendein anderer Kopf drankommt. Werden wir gleich sehen. So, jetzt müssen wir erstmal noch warten, dass der Kampf hier bis hier der richtige Kopf nachspawnt, weil ich möchte euch das schon zeigen, wie unglaublich gut das ist. Und das ist nicht zu unterschätzen. Als ich damals im Midgame war, sage ich mal, da habe ich ihn bekommen damals. Ich habe mich gefreut wie ein, ja, wie ein Kleinkind zu Weihnachten. Das war wirklich so, weil er so ein unglaublicher Gut ist. Wir alle kennen den Kopf mit der Angst. Es ist so ätzend, mit ihm klarzukommen, wenn man nicht einen Cleanser hat oder eine Tuhanarak und so weiter. Und hier haben wir einen Epic, der diesen ganzen Kopf völlig hinfällig macht. Ja, es ist völlig egal, der Kopf stört uns überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil, der Kopf ist unser Freund, das ist er. Und jetzt guckt mal, wie oft. Jetzt machen wir mal Stopp und jetzt guckt mal, jetzt würde sich mal Schalt den wahren Angst-Debuff abholen. Tut er aber nicht, weil er dazwischen grätscht, er glänzt ihn direkt und führt einen Gegenangriff aus. Und für jeden Gegenangriff, guckt auf das Rundenmeter von Marschalt. Achtung, hier in der Mitte. Bumm, voll. Bumm, voll. Ihr seht's? Und wieder. Und Zugmeter Steigerer, Gegenangriff, Zugmeter Steigerer. Und das sorgt dafür, dass euer Lead in Kombination mit Inquisitor Shamael so oft drankommt und wirklich da richtig, richtig guten Damage machen kann. Kommt natürlich drauf. Und wenn ihr einen Supporter im Lead stellt, stellt einen Supporter im Lead. Ist auch kein Thema. Das müsst ihr halt abwägen für euer Team, was ihr braucht. Sagt ihr, meine Helden sterben andauernd, dann stellt da einen Supporter rein oder einen Reviver. Oder ein LP-Burner, wie auch immer, könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber eine Sache, die ich euch auch auf jeden Fall noch zeigen will, ich werde den Key jetzt nicht durchspielen laufen lassen, weil es wäre sinnlos, wir würden, keine Ahnung, 300 Millionen machen oder sowas. Aber es geht jetzt gar nicht darum, es geht um die Grundmechanik, die euch Inquisitor Shamael mitbringt. Er ist der Konter für diesen Kopf und er pusht das Rundenmeter des Leads extrem. Und das sorgt dafür, dass euer Lead richtig drankommt. Ihr habt gesehen, 210k gerade auf den linken Kopf. Mit seiner A2, das ist richtig, richtig, richtig guter Damage. Also da kommt immer Schalt hier gerade mit der A1 nicht hinterher. Klar, wir haben auch die 4 Buffs oben, so diese 3 Buffs brauchen wir. Mal Schalt 350k gerade. Wenn wir nochmal probieren, den zu töten. Da kommt die A1. Und dann machen wir nochmal auf dem abgeschlagenen Kopf den Damage. Blub, blub, blub. Ninja, ja, jetzt kommt wieder mal Schalt dran, weil das Rundenmeter gepusht wird. Und wieder
Und wieder, ihr seht, jetzt ist Marschall schon wieder fast schon wieder dran. Er überholt quasi die anderen alle. Und das ist natürlich sehr, 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 sehr krass. So, bumm, jetzt wird der Kopf sterben. Na, los, bumm, perfekt. Machen wir Stopp. So, wir haben leider noch nicht unseren Skill ready, ist aber nicht weiter schlimm. Wir machen den und ich will jetzt nur noch einmal die A2 zeigen. Wahrscheinlich wird er uns jetzt provoken. Klassiker. Dann machen wir mal den. Will ich nur noch die A2 auf einen abgeschlagenen Kopf zeigen, um zu zeigen, wie viel Damage er machen kann. Völlig egal, ob da Death Down drauf ist oder so ein Käse, brauchen wir alles nicht beachten. So, bum bum bum. Mit Marschalt werden wir jetzt den Angriffssteigerer mal provisorisch sicherheitshalber wegnehmen. Weil das kann sonst böse enden. So, dann nehmen wir den weg. Perfekt. Gegenangriffe wieder. Bum, bum, bum. Kommst du jetzt mal dran, Inquisitor? Hopp. Der ist zeitig. Kurz, achtet mal drauf. Wir haben Buffs drauf, wir haben einen Angriffssteigerer, wir haben sogar Death Down, brauchen wir gar nicht. Aber Hammer. Wir kommen auf pro Hit 300, also 1 Million Schaden durch Inquisitor Shamael. Und das ist sehr, sehr, sehr krass. Und wenn wir uns ganz kurz noch, bevor wir den zweiten Bild euch zeigen, diesen Bild könnt ihr auch in der Arena nutzen. Geht ganz genauso. Er haut da mit, wenn ihr 100% der Zieldefensive ignoriert, ist euer Gegner so gut wie immer tot. Ja, ihr braucht natürlich die Buffs drauf, aber dieser A2 kann die tankigste Duchess rausnehmen, kann die tankigste Siffy rausnehmen, das ist überhaupt kein Problem. Eine Sache, die ich euch bei den Masteries noch kurz zeigen möchte, und zwar ist auch relativ wichtig, nehmt bitte auf jeden Fall diesen Gewaltzyklus. Denn hier habt ihr wieder eine Chance von 30%, die Cooldown von seiner A2 zu reduzieren. Macht ihr genug Schaden, und das tut dieser A2, kann dieser Gewaltzyklus hier procken und die A2 von ihm wird nicht auf 3 Runden, sondern auf 2 Runden. Und das sorgt natürlich dafür, dass der Damage nochmal steigert. Das war Bild Nummer 1. Ihr könnt so, wie gesagt, auch in die Arena reingehen. Kein Problem mit ihm, da funktioniert er auch sehr gut. Und er funktioniert, das wollte ich euch auch noch zeigen, auch in Syndranos an den Feuerritter-Waves richtig gut. Hier unten haben wir eine Wave, hier unten mit dem ewigen Drachen zusammen. Das war mein Team und hier ist Inquisitor Shamael drin. Ich zeige euch jetzt, warum. Denn jedes Mal, wenn ein Verbündeter, wie gesagt, einen Debuff erhält, führt er einen Gegenangriff aus. Und diese Gegenangriffe nehmen das Schild vom Feuerritter natürlich enorm runter. So, jetzt achten wir mal drauf, wenn der Feuerritter gleich drankommt. Jetzt kommt er dran, 15 Stacks und alle haben einen Debuff bekommen und er macht Gegenangriffe. Gegenangriffe und das Schild geht runter und so weiter und so weiter. Und das jedes Mal, wenn ein Verbündeter einen Debuff bekommt. Deswegen war er da auch bei mir MVP. So, ich mache einen kurzen Cut. Baue den Helden kurz um auf den zweiten Bild, wo ich sage, dieser Bild hat mir tatsächlich noch ein bisschen mehr geholfen. Insofern, bis gleich. So, Cut gemacht, Held umgebaut und Held so gebaut, wie er bei mir tatsächlich vor dem Video gebaut war. Denn ich habe ihn damals auch an der Hydra gespielt, aber nicht auf Schaden. Obwohl er guten Schaden macht, war ich damals in dem Bereich, ich konnte meinen Damage-Dealer einfach nicht schützen. Und deswegen habe ich mir gesagt, Moment, wenn ich ihn nicht am Leben erhalten kann, weil er nur ein Epic ist und er mir da regelmäßig stirbt, dann nutze ich doch lieber diese ganze Mechanik mit der Angst und verzichte auf den Damage, den er selber macht und lasse dafür da lieber den Lead weiter pushen. Mit anderen Worten, ich habe ihn tatsächlich lieber an der Hydra so gespielt. Und zwar haben wir hier ein Bild drin mit wenig Speed. Ihr braucht hier wirklich nicht viel Speed in diesem Bild. Aber wenn er nur 160 Speed hätte, würde das auch reichen. Guckt lieber, dass er wirklich ein bisschen mehr Defense bekommt und ein bisschen mehr LP. Der Schaden spielt in diesem Bild keine Rolle. Wir wollen mit ihm keinen Schaden machen. Stattdessen bauen wir ihn auf Widerstand. Weil Inquisitor Shamael mit einem Blutschild-Accessoire sehr oft euer Mischief-Tank wird. Mischief ist der Kopf, der euch die Debuffs, der eure Buffs klauen möchte und sie dann für das ganze Hydra-Köpfe verteilen will. Das gilt es zu verhindern. Und als wenn ihr ihn mit einem Blutschild-Accessoire spielt, egal ob es ein Ring ist, ein Amulett oder ein Banner, spielt überhaupt keine Rolle, dann gibt er sich bei jedem Angriff ein Schild und hat damit schon mal einen Buff mehr als alle anderen. Und das könnt ihr wirklich ausnutzen. Und dieser Bild war wirklich lange Zeit mein Inquisitor Shamael, so wie ich ihn an der Hydra gespielt habe. Also jetzt nicht der Bild, aber so die Richtung. Lieber tanky, nicht viel Speed, mit viel Widerstand, um den Ganzen dann resisten zu können. Widerstand müsst ihr halt gucken, je nachdem, welche Hydra-Stufe ihr spielen wollt. Das geht, glaube ich, bei 360, 380 Rollos. Also die Widerstandswerte sind sehr, sehr, sehr hoch auf der normalen Hydra auch schon, die ihr braucht.
Aber das wäre dann so die Werte, die ich eher anpeilen würde. Meiner hat jetzt 500, das ist viel zu viel. So könnten wir ihn auf Albtraum spielen. Das mach ich nicht, braucht ihr auch theoretisch nicht. Aber könntet ihr natürlich. Auch da würde ich euch empfehlen, natürlich Grausamkeit zu nehmen. Und bei den Masteries sind es ein bisschen andere. Das ist tatsächlich hier dieser Support Tree auf der rechten Seite und der Widerstandsbaum hier Richtung Widerstand runter, damit ihr halt den Widerstand pusht. Wenn ihr ein Widerstandsbild habt, fällt es euch leicht auf den gewissen Widerstandswert zu kommen, wenn ihr die Mastery nehmt. Und so funktioniert das Ganze exakt genauso, wie wir es gerade hatten, auch an der Hydra. Bloß ihr seid halt, er ist einmal der Cleanser für den Varangskopf. Er pusht das Rundenmeter eures Leades. Und er tankt punktuell natürlich noch, nicht immer logischerweise, aber punktuell auch noch den Kopf, der euch die Buffs klauen will, weil der priorisiert immer den mit den meisten Buffs. Durch das Blutschild-Accessoire hat er sehr oft immer einen Buff mehr als alle anderen und euer Team ist generell sehr, sehr, sehr viel geschützt. Ich würde euch trotzdem empfehlen, immer noch diese 220 Genauigkeit hier anzupeilen. Wie gesagt, ich habe es durch die Preisboni jetzt trotzdem drin, damit ihr trotzdem mit der A1 noch auf der schweren Hydra als Referenz jetzt die A1, die Buffs, die Dauer senken könnt. Und so funktioniert das Ganze ganz genauso. Er tankt jetzt sehr, sehr gut den Mischief-Kopf weg. Ich mache jetzt das Video nicht an. Das würde jetzt genauso funktionieren. Eine kleine Sache noch, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Ganz, ganz wichtig auch. Wenn ihr im Team-Setup erstellt, mit Inquisitor Shamael im Team, und euer Lead, der das Rundenmeter immer gepusht wird, wird gefressen, dann wird automatisch das Rundenmeter des Zweitplatzierten gepusht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also immer hier oben der Lead, ist der Lead gefressen, dann wird das Rundenmeter vom Zweiten, in dem Fall dann von Ninja, gepusht. Deswegen guckt, dass ihr vorne in die Turnorder immer die Helden macht, wo ihr sagt, die profitieren davon, wenn sie Rundenmeter bekommen. Die möchte ich möglichst schnell haben. Ich möchte zum Beispiel als Beispiel jetzt, wenn Ninja gefressen ist, möchte ich den, wenn der Marschall gefressen ist, möchte ich ihn relativ schnell wieder rausbekommen. Deswegen möchte ich das Rundenmeter von meinem nächsten Damage-Dealer pushen, in dem Fall von Ninja. Wen ihr da nehmt, ist dann letztendlich euch überlassen und kommt ganz stark auf euren Account an. So, viel geblabbelt, viel mitgenommen hoffentlich. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Und ich finde, Inquisitor Shamael lohnt sich auf jeden Fall. Ist ein sehr, sehr, sehr guter Epic. Hat mir damals im Early Game Mid-Game extrem an der Hydra geholfen. In dem Sinne, Leute, macht euch in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Euer Ezi, macht's gut. Tschüss.